Willkommen zum sechsten Modul des Crashkurses der Fortbildung in erlebter Beratung. Das Thema dieses Moduls ist die Beratung von Singles. Ich habe seinerzeit in der Zeitschrift Brigitte die provokante Frage gestellt: Wie schafft man es eigentlich, auf Dauer Single zu bleiben? Dabei hatte ich dauerhaft suchende Singles im Sinn, die trotz intensiver Suche und zahlreicher Dates keinen Beziehungspartner finden. Die Frage hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Etliche Singles sahen sie als unverschämt an. Sie meinten, es läge keinenfalls an ihnen, es läge am Markt, die Guten wären schon vergeben, sie würden den Richtigen einfach nicht treffen etc. Anderen leuchtete ein, dass ein dauerhaft erfolglos suchender Single seine Hände im Spiel haben muss. Natürlich gibt es einen Markt und natürlich ist das Angebot an freien Partnern in jeder Altersstufe unterschiedlich und natürlich kann man sich nicht auf jeden x-beliebigen einlassen. An jedem solcher Argumente ist was dran. Genauso wahr ist aber auch, dass selbst 80-Jährige einen Partner finden und teils sogar heiraten. Außerdem, wenn es an den äußeren Umständen liegt, wenn man auf das Glück angewiesen ist, zufällig den Richtigen zu treffen, über ihn zu stolpern, dann kann man selbst nichts tun. Da muss man die Hände in den Schoß legen und auf den großen Gewinn im Beziehungslotto hoffen. Wenn man aber einen Ansatzpunkt dafür sucht, selbst etwas zu verändern, selbst etwas zu einer erfolgreichen Partnersuche beizutragen, dann liegt dieser nur beim Selbst, im eigenen Verhalten. Und selbstverständlich liegt es am suchenden Single, wenn er unter tausenden anderen Singles auf Dauer alleine bleibt. Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich gleich klarstellen, es geht hier nicht um Schuld, sondern um Verantwortung. Aus der Beschäftigung mit der Frage, wie man es schafft, Single zu bleiben, sind zwei Bücher entstanden, von denen das ältere vergriffen ist, das neueste aber weiter auf dem Markt ist und sich großer Beliebtheit erfreut. Ich berate also Singles, die sich fragen, wie sie selbst ihre Hände im Spiel haben. Der Ansatzpunkt hierfür liegt in der Formulierung, die erfolglos suchende Singles stets gebrauchen. Sie sagen: Ich finde niemanden, der zu mir passt. Wie aber stellen Sie fest, ob jemand passt oder nicht? Wie treffen Sie die betreffende Entscheidung? Welche Erwartungen tragen zu dieser Entscheidung bei? Mit den Hindernissen bei der Partnersuche befasse ich mich im ersten Teil dieses Moduls. Im zweiten Teil beschreibe ich den Prozess des Aussortierens. Dieser ist davon gekennzeichnet, das Gegenüber in eigene Deutungssysteme einzuordnen. Auf diese Weise bezieht sich der suchende Single weit mehr auf sich selbst als auf sein Gegenüber. Im dritten Teil beschreibe ich, worauf es bei einer Partnersuche ankommt, darauf, sich auf den anderen zu beziehen. Es geht nicht darum, einen Partner zu finden, sondern gute Begegnungen zu gestalten. Der vierte Teil befasst sich mit der Identifizierung von Problem- und Lösungsfiguren suchender Singles. Wer ist der betreffende Single in seiner Partnersuche? Und wer ist er eigentlich? Wer möchte er eigentlich sein? Wer als der geliebt werden möchte, der er ist, der muss sich als dieser zeigen. Zu sein, wer man ist, das ist die beste Art und Weise, unpassende Partner auszusortieren. Im fünften Teil gehe ich die Schritte einer typischen Single-Beratung, wie ich sie mache, durch. Ich wünsche viel Spaß bei diesem sechsten Modul.